Jürgen Arndt von Inspirationsbräu trifft auf die renommierte Brauerei Grübinger. Merkur, Mars und Sonnenfinsternis. Neues Bier. Venus ist das Neueste. Erzähl uns was über das Bier. Über das Venusbier? Ja. Na gut, das Venusbier ist das erste von den vieren, das wir mit obergäriger Hefe vergoren haben. Es ist auch das erste, was auch Weizenanteile hat. Das dürfen die anderen ja gar nicht haben, wenn sie untergärig vergoren sind. Es ist ein Blond Ale. Es ist das mildeste, was wir haben. Und es ist von der Hopfung her eins der aromatischsten. Also das ideale Frühlingsbier. Süffig, leicht bekömmlich. So ist es. Also mit dem leicht, das sehen wir noch. Im Geschmack stimmt das, ja. Okay. Erstmals eingebraut am Valentinstag. Und dann in die Umlaufbahn gebracht zum Frühlingsbeginn, also zur Zeitumstellung, erzeugt dieses Bier ganz besondere Frühlingsgefühle und ist immer eine Sünde wert. Ich wurde schon gefragt, warum ist das Bier so trüb? Wir haben immer unfiltrierte Biere, weil wir das ja nicht wegfiltern wollen, was wir reingebraut haben. Aber dieses Bier ist ganz besonders trüb. Naja, sag ich, die Venus ist ja nun mal weiblich. Und wer blickt da schon durch? Oh, okay. Das Interessante dabei ist, es ist wirklich am Tag der Verliebten, am Valentinstag eingebraut und es schmeckt nicht nur den Frauen, es schmeckt auch den Männern. Und darauf sind wir besonders stolz. Und es ist eben für Frühling genau das Richtige. Auf der Slow Food Messe wurde ich gefragt, sag mal, ist das ein Radler? Und das fand ich eins der größten Lobbekenntnisse, die ich bekommen kann, denn diese ja, beim Radler typische Zitrusnote, die kommt nur aus dem Ariana-Hopfen. Also das heißt, ihr habt keine Zitrusschalen oder so mit reingemischt? Nein, wir haben nur diesen Hopfen und die Kunden fragen sich, oh, das könnte fast ein Radler sein. Das heißt, ihr habt das speziell für den Sommer, für den Frühling gebraut und wollt beide Geschlechter damit ansprechen. So ist es, genau. Wir haben ja das schwarze Bier zur Zeitumstellung auf die dunkle Zeit gebraut, die Sonnenfinsternis. Wir haben das rote Bier im Sommer und als Erntebier eben zum Herbst den Merkur, der ungetrockneten Hopfen verwendet. Und so haben wir für jede Jahreszeit das passende Bier. Wie bist du dahin gekommen zum Bierbrauen? Ja, manche würden sagen, wie die Jungfrau zum Kind. Vor 3,5 Jahren habe ich mit einem Freund zusammen autodidaktisch mir das Wissen angeeignet und dann in der Küche 17 Liter Weizenbier gebraut. Und als das dann richtig gut geschmeckt hat, habe ich festgestellt, nicht Bier macht süchtig, aber Brauen macht sehr wohl süchtig. Wie kommt man auf die Idee, in der Küche Bier zu brauen? Nun ja, ich meine, das Brauerhandwerk ist ja schon aus dem Bäckerhandwerk entstanden. Früher waren die Bäcker die besten Brauer, weil die Hefe nicht bekannt war. Und warum soll ich nicht in der Küche brauen? Wenn es draußen regnet, würde ich ja nass. Ne? Jetzt mache ich es in der Garage, weil jetzt ist die Brauanlage ein bisschen größer geworden. Weil mit 100 Liter, da verdampft dann doch so viel, das ist dann für die Küche ein bisschen heftig. Das heißt, da steckt also tatsächlich Leidenschaft und Suchtfaktor, Suchtcharakter dahinter. Aber so Begeisterung und Leidenschaft steckt da natürlich dabei. Ganz kräftig, da spielt da mit. Das Entscheidende ist, mit Inspiration irgendwas auszuprobieren. Also, ich sag mal, was auszuprobieren, was andere noch nicht ausprobiert haben. So haben wir hier zum Beispiel jetzt drei Biere vom Fass, die ein identisches Grundbier haben, und zwar ein naturtrübes Pilz. Schmecken aber alle drei sehr unterschiedlich, weil sie mit drei verschiedenen Hopfensorten kalt gehopft werden. Das heißt, die Aromaanteile der Hopfen, die wir verwendet haben, schieben das Bier in der gesamten sensorischen Wahrnehmung weit auseinander. Und unsere Kunden, die das ausprobieren, stimmen jetzt mit ab, welcher Hopfen ihnen wie gut schmeckt, also wie viel Prozent von welchem Hopfen sie für ihr ideales naturtrübes Pilz nehmen würden. Das heißt, ich kann bei euch jetzt das Bier trinken und abstimmen. Und wie geht das dann weiter? So haben wir das letztes Jahr schon mal gemacht mit unserem Merkurbier. Da sind auch drei verschiedene Hopfen drin.
Und das Abstimmungsergebnis sah so aus, dass der Herkules-Hopfen von 23% im Merkur drin ist, dass der Cascade-Hopfen, ein amerikanischer Aroma-Hopfen, der sehr beliebt ist und sehr bekannt ist, mit 33% und eine Neuzüchtung aus der Hallertau, der Mandarina Bavaria, ist mit 44% drin. Das Schöne ist, dass wir dieses Abstimmungsergebnis Ende September, um den 24. September rum, eingebraut haben. Da hatten wir eine Bundestagswahl. Unsere große Koalition in Form des Merkur war 6 Wochen später in der Flasche abgefüllt und das Haltbarkeitsdatum ist immer noch nicht abgelaufen. Also Bierbrauen ist auch wesentlich geradliniger als die Politik, wie wir daran sehen. Und von daher ist Merkur das erste in Deutschland demokratisch kalt gehopfte Bier. Und hier ist ein Vorversuch für eventuell das Saturnbier, also die Craft Beer Inspiration 5.0, aber als Vorversuch, weil wir wissen wollen, wo geht der Geschmack der Kunden hin. Bisher sagt das Wahlstudio Mannheim, dass also Ariana und Polaris gleich aufliegen, obwohl die beiden geschmacklich am weitesten auseinander liegen. Das heißt, im Moment wissen wir noch nicht so genau, wie wir das umsetzen. Wir werden also heute Abend und morgen die Umfrage fortsetzen und dann mal sehen, was daraus entsteht. Aber um so eine Umfrage zu starten oder beziehungsweise, dass ich das ankreuzen kann, muss ich ja auch alle Biere probiert haben. Das ist richtig. Die Idee dahinter war ja nicht nur die Kreativität, sondern unsere 4 Biere, die wir in der Flasche haben, sind im Stuttgarter Raum sehr wohl bekannt. Und als jemand, der 30 Jahre im Vertrieb tätig ist, habe ich mir halt überlegt, was mache ich jetzt, wenn die alle herkommen und sagen, das sind tolle Biere, die kenne ich schon. Ich gehe jetzt zu den Brauereien, die ich noch nicht kenne. Ja. Also habe ich was mitgenommen, was es nur heute und morgen gibt und dann nie mehr. Clever, clever durchdacht. Ja, das macht ja keinen Spaß. Und das Leben ist wie das Brauen. Es sollte Spaß machen. Ganz einfach. Das ist doch ein schöner Abschlusskommentar. Danke. Da ich auf dem Craft Beer Festival leider nicht in den Genuss gekommen bin, die Venus zu probieren, hier.